So Leute, da sind wir beim nächsten Booster, Double Masters. Double Masters ist ja jetzt auch ziemlich neu. Und ja, mal gucken, was sich so in diesem Set noch beinhaltet. Everflowing Chalice, 0 Mana Artefakt mit Multiklicker. Und wenn man Multiklicker bezahlt, so viele Marken kommen da drauf. Tappen für einen Charge Counter, tappen für ein farbloses für jeden Charge Counter da drauf. Clear Shot, 3 Mana Instant, eine Kreatur kriegt +1/+1 bis zum Ende des Zuges und fügt einer Kreatur so viel Schaden zu, wie die Stärke hat, aber nur eine Kreatur, die man nicht kontrolliert. Strength of Arms, ist das Talia? Das ist Talia, oh mein Gott. 1 Mana Instant, eine Kreatur kriegt +2/+2 bis zum Ende des Zuges, wenn es eine equipte Kreatur ist, kriegt man, wenn man generell ein Equipment kontrolliert, kriegt man 1/1 Human. Fucking Talia. Froggyfy, 2 Mana Enchantment Aura. Mein Enchantment eine Kreatur. Die Kreatur wird 2/1 Frog und verliert alle Fähigkeiten. Battle Rattle Shaman. 4 Mana 2/2. Zu Beginn des Combats kann man eine Kreatur +2/+0 geben. Okay. Arcvian Restoration. 4 Mana Sorcery. Man bringt eine Artefaktkarte aus dem Friedhof zurück ins Spiel. Bloodbrayer, 3 Mana 2/3, immer wenn man eine Kreatur opfert, was permanent ist, kriegt er eine +1/+1 Marke. Silumga Scavenger, okay, vom guten Silumga. 5 Mana 2/3, fliegend Exploit. Und wenn man eine Kreatur stirbt, kriegt er eine +1/+1 Marke. Er kriegt auch noch Eile, wenn man eine exploitet hat. Unsere erste Ankam ist Dread Return, 4 Mana Sorcery. Man bringt eine Kreaturenkarte aus dem Friedhof zurück ins Spiel. Man kann das Ding flashbacken aus dem Friedhof, indem man 3 Kreaturen opfert. Unsere zweite Ankam ist Enlarchen, 5 Mana Sorcery. Eine Kreatur kriegt +7/+7 und trampelt bis zum Ende des Zuges. Und es muss geblockt werden. Onaginata, oh Gott. 1 Mana Ausrüstung, die ausgerüstete Kreatur kriegt +3/+0 und trampel. Kann man nur ausrüsten an eine Kreatur mit Stärke 3 oder mehr. Und für 2 Mana kann man das ausrüsten. Und unsere erste Rare ist Eversworn Canonist. 2 Mana 2/2. Jeder Spieler, der einen Nicht-Artefakt-Zauber in dieser Runde gespielt hat, kann nicht noch einen Nicht-Artefakt-Zauber spielen. Und Sword of Light and Shadow. 3 Mana Ausrüstung für 2 Mana zum Ausrüsten. Die ausgerüstete Kreatur kriegt +2/+2. Schutz vor Weiß und vor Schwarz. Und wenn sie Mietner Schaden zufügt, kriegt man 3 Leben. Und man kann eine Kreaturenkarte aus dem Friedhof zufällig annehmen. Fierce the Empath ist eine Foil. Ich bin bis gerade leicht enttäuscht. Weil, wer es nicht gesehen hat, ich habe ein ganzes Display aufgemacht und das war unsere Foil Mythic. Und ja, ich bin von dem Set ein bisschen hart enttäuscht. Ich versuche das so ein bisschen nicht allzu sehr rüberzubringen. Aber es sind immer dieselben Rares, immer dieselben Uncans und die High Picks, High Value Karten sind einfach super selten. Ist halt leider so. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Blackseed. Ciao, ciao.